Yo, was Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Leute, heute gibt es mal wieder eine Reaction. Wir reagieren auf Skiller vs. Decepticon. Okay, ich dachte Deception. Ich lese jetzt gerade Skiller vs. Decepticon. Leute, Battlemania Finale. Ich habe jetzt ganz schnell vorgeskippt, weil wir werden uns nicht das ganze Finale geben. Wenn ihr darauf Bock habt, lasst einen Daumen nach oben da und ballert sie in die Comments. Aber ich packe das zeitlich einfach gar nicht. Deswegen dachte ich mir, hören wir uns einfach die Stelle an, wo der Beat einfach da ist. Vier Takte, Schlagabtausch. Und falls ihr das gesamte Battle sehen wollt, dann ballert es in die Comments. Lasst jetzt einen Daumen nach unten, dann sehe ich das. Und dann kommt ein gesamtes Battle dann zustande. Gucken, ihr wolltet das unbedingt. Die letzten 3, 4 Top-Comments vom letzten Video sind alle Skiller vs. Decepticon. Ich hoffe, ihr meintet das Battle, weil irgendjemand meint, es gibt noch ein anderes Battle. Ich bin gespannt. Gucken wir mal so, wer hier abliefern wird. Und ballert mir immer in die Kommentare, auf was wir als nächstes reagieren. Ballert's rein, ballert und ballert's rein, Alter. Er fängt wieder an. Okay, also... Es gibt keine bestimmte Anzahl von 4 Takten, also wir gucken einfach, wir gehen einfach durch. Legt einfach los, Endlosschleife und dann entscheiden wir, wann Schluss ist, okay? Habt ihr Bock darauf, Stuttgart? Okay, DJ Pete ist auf jeden Fall schon mal am Scratchen. Ich freue mich richtig, weil ihr müsst wissen, Rap am Mittwoch ist so das auf meinem Format, wo ich sehr, sehr viel Lust drauf habe, darauf zu reagieren, weil ich mir das privat sehr gerne geben, aber kann nicht, weil ich mir denke, lasst uns zusammen das geben. Deswegen freue ich mich da wirklich drauf. Gucken wir mal, Alter. Eieiei. Okay, ich weiß nicht, wann es losgeht. Okay, es geht direkt hier. Ja, es geht sofort los. Okay, ja. Gib dir dein... Okay. 4 Takte, der Typ, der macht auf ganz cool, doch er ist nasser als Drop Dynamics Handtuch. Boah! Ja, ey, der macht hier auf Batman in meinen Augen. Boah, der war schon mal gut, der war direkt schon mal gut. Er ist, was hat er gesagt? Er ist nasser als Drop Dynamics Handtuch. Drop Dynamics haben wir uns auch gegeben gegen Skiller. Das war so ein Battle. Und da musste ich sagen, das war ein Battle, wo ich am meisten ausgerastet bin. Mit dieser schönen Übersteuerung in meinem Mikrofon, wisst ihr noch? Anders. Handtuch, ja Mann, ey, der macht hier auf Batman. In meinen Augen solltest du lieber wegrennen. Ich bin Batman und Superman zugleich. Du bist ein Bastard und ein Hurensohn zugleich. Was willst du von mir? Ich krieg dich aus der Cypher jetzt. Was ist denn los? Will die kleine Made Stress? Will die kleine Made Stress? Boah, hä? Er sagt Batman und hebt dann sein Batman-Shirt hoch. So kann man auch einkontern. So kann man auch kontern. Junge, eure Vorschläge haben mich bis jetzt noch nie enttäuscht. Ich gehe mal davon aus, dass das auch ein nices Battle sein wird, Mann. Tierstar ist auch schon mal am Start. Er nennt mich Hurensohn, er bekommt Arschweg. Meine Mom nimmt Geld, seine macht's gratis. Wer hat das bessere Modell? Pass mal auf, heute wird noch dein Gesicht entstellt. Oh, das war auf jeden Fall getroffen. Das war so richtig... Meine Mama macht es gratis, das stimmt mal gar nicht, aber seine Mama, ja, die macht's für Smarties. Ja, was willst du, Nutte? Ich fick dich in den Arsch mit ein bisschen Spucke. Geil. Oh Mann, Alter, das ist Konter. Perfekt aufeinander eingegangen, sehr gut aufeinander eingegangen. Die gehen durchgehend aufeinander ein. So muss gekontert werden und nicht einfach ein neues Thema ranholen. Mach ihn fertig mit dem, wie er dich fertig gemacht hat. Hier ist er, Alter. Er muss auch. Er macht auf meine Stimme S zu dem K. In unserem Battle wirke ich so wie ein Doper-Star. Ja, fass deiner Mama an die Klitoris, denn sie hat schöne Haare, so wie Zlatan Ibrahimovic. Denn sie hat schöne Haare, wie Zlatan Ibrahimovic. Das war... Power! Boah, habt ihr gesehen? Nach dieser Faust haben die Kopfhörer es auch nicht mehr ausgehalten. Für die war das auch schon zu viel. Nein, mein Freund! Du gehst nicht an ihre Klitoris, ich ficke deine! Mit Finch auf dem Fliesentisch! Ja, er ist leider heute nicht hier! Scheißegal, ich ficke dich mit Jizzy und Gio! Auch nice. Finch asozial, Jizzy und Gio sind auch nochmal... Ja. Stellt euch das mal vor. Er nimmt Jizzy und Cheer. Oh Mann. Gut aber. Aber war gut. Hey yo, habt ihr das gerade gecheckt? Seine Mutter macht für 5 Euro alles komplett. Oh ja. Mann, ich schick sie immer wieder. Sie
Shisha. Ja. Dieser Vergleich. So ein Vergleich höre ich auch zum ersten Mal. So wie du an deiner Shisha. Junge, Decepticon und Skilla sind auf jeden Fall auf Augenhöhe. Wir bilden ja auch am Ende noch unser Urteil ab. Aber das Battle macht gerade sehr viel Spaß. Es macht wirklich sehr viel Spaß gerade. Jetzt mal zart, deine macht's auch mit allem, aber ganz ohne scharf, denn die Alte ist hässlich, die Alte ist grässlich. Was ist mit dir los, Mann? Bitch, ich zerfetz dich. Du zerfetzt mich, Mann, ich spring dich um. Das ist nur ein Hurensohn, so wie Kim Jong-un. Boah! Der war nice. Der war nice. Junge, Kim Jong-un, Alter, das ist ein... Ah, der war nice, aber... Boah, der muss jetzt darauf kontern. Wenn er jetzt darauf kontert, wäre richtig geil. Aber... Die wissen auf jeden Fall, wie man freestylt. Die wissen es auf jeden Fall. Ich fand diese Line mit alles aber ohne Schaf, das war auch eine schöne Line. Das, da kam es euch von der Crowd nichts, aber die hat mir gefallen. Ich bringe mein... Sei mal leise, Mann, ich bringe meine rein. Halt mal deine Fresse, du bist voll der Punk. Das heißt ein Hurensohn, so wie Donald Trump. Oh! Was ist los, Mann? Ich mach dich jetzt mal weg, du Spaß. Ey, yo. Schön gekontert mit Donald Trump. Das war wichtig. Wenn er Kim Jong-un sagt, muss er auch einen guten Vergleich ranziehen. Und da hat er Donald Trump rangezogen. Also, ne, war nicht schlecht. Nice. Oh, du kleiner Spaß, du bist ein hässlicher Punk. Du laberst nur Scheiße, nenn dich doch Donald Trump. Ja, du bist rein bekloppter Rapper und hast weniger Ehre als die Frau vom Bachelor. Pass mal jetzt mal auf, wie ich den Dude rauskick. Mein Bart ist schöner als dein ganzes Outfit. Mein Bart ist schöner als sein ganzes Outfit. Die Betonungen sind auch auf jeden Fall gut. Skilla hat eine etwas... Ja, man sieht hier diesen Stimmenunterschied. Skilla eine sehr hohe Stimme. Decepticon eine sehr, eher eine tiefere Stimme. Ja, das ist Bartpflege, Brudi. Was ist denn los? Ich zieh an dir vorbei wie Schubi. Er wächst über mein Outfit, mach dich mal gerade, Mann. Ich trag so Farben, weil ich sowas tragen kann. Bei mir sieht das einfach gut aus. Ich komm auf die Bühne und zerfleischt, ich bin direkt im Blutrausch. Bitch. Ja, immer nicht schlecht. Also, die gehen weiterhin immer noch aufeinander ein. Aber die Konterlines von vorher fand ich besser. Ja, die von vorher fand ich besser. Aber trotzdem ist das ein sehr, sehr stabiles Battle, Mann. Erwarte jetzt kein Erbarmen, mit den Klamotten siehst du aus, so wie Shindy für Arme. Yo, Modeflittchen, was ist los? Ich werde deine Home noch ficken. Ey yo, dicker Mann, ich mach hier einen Olli. Ich bin Shindy, mit deiner Freundin mach ich Rolli. Rolli, Rolli. Rolli? Rolli, du Okay. Ich dachte, jetzt kommt was Krasses. Ich hab mich schon vorbereitet. Shindy, und jetzt dachte ich, kommt was richtig Nices, aber keine Ahnung. Keine Ahnung, sagen wir mal so, ne? Aber, Junge, also, ich weiß nicht, wie lange das Battle noch gehen wird. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Wenn das jetzt durchgeht, wäre jetzt auch ein bisschen kritisch. Kann ich jetzt nicht mir durchgehen. Okay, ich glaube, das geht voll lange, Alter. Nein, ja, geht noch so ein bisschen. Die Stadt, verpiss dich, du bist nur ein Spaß und hast jetzt verkackt. Kein Problem, ihr werdet zeigen, wie ich diese Bitch fick. Und ich mach dabei ganz einfach den Kickflip. Ja, Tony Hawk steht frei. Was ist mit dir los? Du bist leider raus, du Schwein. Lass mich noch, Mann. Du bist leider raus, du Schwein. Und Battlemania Finale. Und man merkt auf jeden Fall, dass die beiden Ahnung haben. Und das ist ein würdiges Finale. Nicht so ein Finale wie Capital Bra gegen Master Marv, wo ich mir dachte, Bruder, wie kam Master Marv so weit? Das sind zwei starke Finalisten auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Bisschen rappen, er versucht einen Kickflip, doch es haut ihn auf die Fresse. Ja, Mann, Mann, ich kann einfach besser rappen. Ich bin der beste Rapper heute in Stuttgart. So wie du rappst, kannst du locker auf keinen Markt schreien. Dicker, ich bin der Beste in jeder Halfpipe. Und jetzt, okay, die geht jetzt, finde ich, ein bisschen zu sehr auf dieses Skateboard-Ding ein. Das ist schon die zweite Runde, wo die durchgeht, darauf eingehen. Hat Drop Dynamic blonde Haare? Nee, es ist, glaube ich, vom Licht, ne? Ich glaube, es ist einfach nur so, sieht nur vom Licht so aus, ja. Was bist du? Ich hau dir auf die Kimme, du bist immer noch der Hurensohn mit der hässlichen Stimme. Ey, yo, Leute, Mann, wir sind hier in Stuttgart. Bruder, der schwitzt, benutzt mal ein bisschen Duschgas. Ah, dicker Bruder. Bester Mann, du bist immer noch der mit der hässlichen Stimme. Alter, oh Mann. Das ist auf jeden Fall lachkick. Bruder, du
kannst nichts, wie er schon gesagt hat, am Arsch wie Stuttgart 21. Stuttgart 21, was willst du mir denn erzählen? Ich brauche kein Duschgas, ich habe tägliche Hygiene, ich nimm Nivea. Was geht denn ab? Schau mich an, denn ich bin heute Abend der krasse Neger. Mann. Ich nimm Nivea. Duschgas, Nivea. Wenn das kein Placement war, Leute, dann weiß ich auch nicht. Also dann weiß ich auch nicht. Das ist einfach ein Placement, was nicht markiert wurde. Ich sehe jetzt erst, er hat auf seinen Armen so Noten, ne? Ja, oder? Seine Freundin, die fickt einfach jeder. Sie lutscht meine Spaghetti, als wäre ich ein Italiener. Ja, Mann, scusami per tutti. Du bist gar kein Afro, Mann, ich fick dich, du Spacko. Jetzt! Das war ein guter Konter wieder. Ich fand, am Anfang war gut und dann war wieder normal und jetzt ging wieder hoch. Nice, nice. Da kommt er mit der Nudel und der meint, er werde ganz coole. Du, Spaghetti, ich, Dampfnudel. Oh! Du, Spaghetti, ich, Dampfnudel. Puh. Geil. Da war wieder ein nicer Konter am Start. Da war wieder ein nicer Konter am Start. Los, Mann, komm und gib mir Respekt. Ey, yo, Digga, weil du gar nichts kannst. Dampfnudel, denn er hat eine Kruste am Schwanz. Ah, oh, yo, ich ficke dich, du Bitch. Verpiss dich, Digga. Mann, du kriegst jetzt eine mit. Geil. Junge, so muss das sein. So muss das sein. Jetzt bin ich wieder hyped. Jetzt gerade bin ich wieder hyped. Gerade ging ich so ein bisschen runter, aber jetzt gerade bin ich wieder hyped. Jetzt geht's wieder hoch, Alter. Jetzt geht's wieder hoch, Alter. Sage ich dir nochmal, ich muss die Bitch jetzt ficken. Ja, ich hab ne Kruste, ich bin frisch beschnitten. Ja, was geht denn ab bei dir, Bruder? Du bist nicht anderes als ein kleines Luder. Vorbei. Leute, wir müssen eines sagen. Ich fand beide einfach gleich gut. Von daher, ich hoffe, euch hat die Reaction gefallen, weil falls ihr das komplette sehen wollt, auf jeden Fall schreibt's rein. Daumen nach oben da lassen, Daumen nach oben für mehr. Macht's gut, haut rein, Leute. Ich bin weg und aus.